Hallöchen, ja, wir haben hier gerade einen schwarzen Bildschirm. Ich hatte hier einen kompletten Absturz. So, ich hoffe, man hört mich jetzt. Ich hatte einen kompletten Absturz und jetzt müssen wir mal schauen. Ich tue das mal kurz überspringen hier. Und hoffe, dass wir jetzt dann wieder reinkommen. Müssen mal gucken, wo unsere Speicherstände sind. Eieieiei, das ist jetzt äußerst bedauerlich. So, ich drücke mal hier auf Fortfahren, mal gucken, wo wir sind. Weil ich weiß ja nicht, wo es gespeichert hat. Das hatte ich jetzt noch nicht, dass während dem Stream der komplette Rechner sich einfach gesagt hat, er macht nichts mehr. Okay, wir sind hier zumindest an dem Loch. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich muss mal TeamSpeak wieder kurz anschalten. Moment. Also es tut mir jetzt echt leid, dass wir da jetzt kurz unterbrochen haben. Ich muss jetzt gucken, dass wir den Expo wieder reinholen. Moment. Ist gerade ein bisschen komisch. So, eine Sekunde. Wo sind wir? Weil Expo hat gerade auch bei seinem eigenen Spielstand geguckt und da hat sich's irgendwie Connected. Channel switched. hat's bei ihm nicht gespeichert. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir ihn wieder reinholen. Dass es wieder weiterläuft. So, also TeamSpeak läuft. Jetzt müssen wir bloß warten, bis Expo da ist. Deswegen warten wir jetzt einfach mal hier. Ah, das ist ja mal. Eieieiei. Ja, ich bin ja da, ne? Ach, bist du da? Aber bloß, falls du nicht gesehen hast, dieser Livestream, der startet neu. Der geht nicht weiter, ne? Ja, da ist ein Fall Pech. So, Ich jetzt habe meine, ich. wie willst du das denn machen? Dann hast du ja zwei Teile. Ja, haben wir Ja, haben zwei wir zwei Teile. Teile. Geht nicht Geht nicht anders. anders. So, jetzt So, haben jetzt wir. nochmal. Ich. Warte Warte mal. mal. Ich muss Ich jetzt muss jetzt mal mal kurz das das Spiel Spiel beenden. beenden. Mach mal kurz Mach mal Pause. kurz Pause. Ich höre mich Hör mich doppelt. So, ich muss mal jetzt ganz kurz meinen Spielstand hier beenden und dann lade ich dich wieder ein. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das gespeichert kriegen, auch für dich, ne? So, Party, Freunde einladen. Da ist er. Du musst mal kurz aus deinem Spiel rausgehen, Expo, bitte. Aus deinem Solospiel. So, okay, jetzt kann ich dich einladen. Okay, zurück ins Spiel. So, und jetzt tun wir fortfahren. Und jetzt müsste man eigentlich, also ich war gerade eben wieder da an der Stelle. Ja, da machen wir jetzt dann zwei Teile. So, Expo, schau mal, ob du speichern kannst. Also so wie es aussieht, kann ich nicht speichern. Ich weiß es jetzt allerdings nicht. Machst du ein Geräusch? Ob es dann nicht speichert, das werde ich sehen. Okay. Okay. Gut, Gut, jetzt wollen wir jetzt mal wollen wir mal schauen. schauen. Wo war man Wo war man stehen stehen geblieben? geblieben? Wir wollten Wir sollten zurück nach nach Prospero Prospero gehen. gehen. Können wir da eine Dann eine Schnellreise Schnellreise machen? machen. Ja, Ja, machen wir machen wir schnell. schnell. Das ist. Warte mal.
Wir müssen schneller machen. Ja gut, die Schnellreise musst du machen, weil ich kann hier gar nichts machen. Hier ist eine Vorratslieferung in der Nähe, zu spät. Wir müssen das unbedingt mit dem Mikrofon einstellen. Morgen. So, wir sind so ein Prosperity. Genau, ein Prosperity. Und jetzt müssen wir Wir müssen das auswählen. Echt? Ich verwette alle meine Medikamente darauf, dass Kim hier mal Bürgermeisterin wird. Wir müssen das also die Tussi, die steht jetzt zumindest mal da, ob das denn nachher beim Miso ist. Ja, das müssen wir schon schauen. Okay, ich würde sagen, wir machen für heute Feierabend. Weil wir haben jetzt... Ihr merkt auch, dass wir mit dem... Mach wieder. So, ich habe jetzt gerade Expo kurz bitten müssen. Wir müssen das mit dem Mikrofon wieder einstellen. Irgendwie hat es da jetzt alles rausgehauen. Wie gesagt, wir können da jetzt so leider nicht weitermachen. Hey, der Ort hier sieht ganz schön mitgenommen aus, was? Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was wir hier als erstes erweitern sollen. Und das werden wir dann auch tun. Es tut mir jetzt echt leid, dass das nicht so lange geklappt hat. Alex, wir machen jetzt das Feierabend. Weil wie du hörst, mit dem Mikrofon klappt das jetzt nicht so richtig. Ich höre mich ständig doppelt, wir müssen das neu einstellen irgendwie. Irgendwie sind die ganzen Einstellungen über den Haufen geworfen worden. Und so können wir nicht weiterspielen. Und wie gesagt, wir werden hier weiter streamen. Wir werden die Einstellungen machen. Und wahrscheinlich werde ich nächste Woche hier solo weitermachen. Und dann schauen wir mal, vielleicht Samstag, je nachdem wie Expo auch Zeit hat, werden wir dann auch wieder gemeinsam spielen. So, Expo, ich gebe dir jetzt mal noch kurz das Wort und werde mein Mikrofon muten. Sonst kommen wir alles durcheinander, ja. Also, ich gebe mal Expo jetzt nochmal das Wort. Moment. Cedric ist mal wieder lustig, ne? Er sagte, gib mir das Wort und ich saß gar nicht am Rechner. Ja, was soll ich denn jetzt noch sagen? Sein alter gurkeliger Rechner ist abgestürzt und jetzt müssen wir gucken. Jetzt weiß ich nicht, ob bei mir überhaupt die Spielstände übertragen worden sind. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall mal vielen Dank für euer Interesse und euer Zuschauen. Ne? Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, wer ich bin. Ich habe hier auf dem Kanal auch Videos und Spiele. Let's Dingsbumsen oder so, wie man dazu sagt. Aber hauptsächlich findet da ja von mir hier auf dem Kanal diese sogenannten Quadcopter-Filme, die aufgenommen worden sind aus der Luft von Städten, Bogen, Landschaften und so weiter und so fort. Das ist so meine Sache hier, die ich hier hauptsächlich mache. Und damalig im VR-Bereich gibt es ja hier auf dem Kanal auch jede Menge Filme, die wo ich gemacht habe. Und hatte mich so ein bisschen spezialisiert mehr in die Richtung... wie heißt's? Diese sogenannten Du meinst die Landschaftsaufnahmen? Nee, das habe ich ja schon gesagt. Mir fällt gerade nicht ein Wort ein für die Spiele, die ich sonst mache. Ach, die Let's Plays, ja, du machst die. ich höre mich wieder doppelt. diese Early Access Spiele machst du. Ja, genau, Early Access Spiele. Also jetzt hier so Gilde, bla bla und tralala, so ein Zeug halt, wo halt noch nicht fertig ist. Damit habe ich mich beschäftigt und daher bei der Masse, was Cedric hier jetzt abliefert, täglich, sind meine Filme dann natürlich überhaupt nicht irgendwie zu sehen. Die gibt's aber, wenn man in der
in diese Liste guckt, ja, also diese Videoliste, da kann man Filme von Exposito finden. Ich bin hier natürlich nicht derjenige, der am Tag da irgendwie drei Folgen von drei verschiedenen Spielen hier abliefern kann. Dafür habe ich überhaupt gar keine Zeit und es wird auch niemals passieren. Aber es gibt interessante Filme, die eher so in die Realität gehen, zum einen. Und die andere ist natürlich die, dass ich die Early Access-Spiele einige im Auge behalte und da immer mal ein kleines Filmchen drüber mache. So viel mal über meine Rolle hier auf dem Kanal, weil manch einer wundert sich vielleicht, ja, wieso heißt denn der Kanal Dedrit und Exposito Entertainment? Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass ich hier so ein bisschen meinen Beitrag auch dazu tue, aber nicht in dem Maße, wie Cedrit tut. Und schon gar nicht mit Minecraft oder irgendwelchen anderen Sachen. Und ja, das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag und verabschiede mich hiermit von euch. Euer Exposito. Ciao, ciao. Ja, Exposito, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich sage jetzt auch noch zwei, drei Kleinigkeiten. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt oder auch nicht, ich habe einen Kanal erstellt, der heißt Dr. Darcel. Und der macht für euch Dokumentationen, wenn ihr da Interesse habt. Ein Link ist auf der Kanalseite eingebracht. Wenn ihr dafür Interesse habt, könnt ihr mal da reinschauen. Ist nicht jedem sein Ding. Und ja, wie Exposito schon sagte, Exposito hat sehr viel auch im VR-Bereich gemacht. Im VR-Bereich machen wir jetzt leider zurzeit nichts mehr, weil es einfach auch nichts Neues mehr Großartiges gibt. Was auch in deutscher Sprache ist. Aber von Exposito werden wir bestimmt wieder was sehen und hören. Er macht auch die Gilde 3. Das neue Spiel. Und ja, lassen wir uns überraschen, was kommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den schönen Abend. Und ich löse jetzt noch kurz auf, ja. Das Lied, was den Sänger, was wir gesucht haben, wo gesungen hat, Katzenklo, Katzenklo, das war Helge Schneider. Exposito hat es mir verraten vorhin. Also, ich bedanke mich mal ganz herzlich. Ich hoffe mal, wir bekommen das hin mit dem Ton, dass wir da wieder zusammen live streamen können, weil irgendwie ist die ganze Einstellung irgendwie alles komplett weg. Ich bedanke mich mal ganz herzlich bei euch fürs Zusehen und noch eine kleine Ankündigung, es wird bald noch einen Spezialstream geben, darüber werdet ihr aber noch dann erfahren, wann und was da kommt. Also meine Freunde, ich bedanke mich mal und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Sonntag, ein schönes Wochenende. Bis dann und gute Nacht, Alex. Ciao.